Sie sehnen sich nach Frieden, Freiheit, Liebe und Wahrheit. Dafür sind rund 100 selbsternannte Querdenker nach Kiedrich gereist, um mit Blick auf die St. Valentinskirche zu protestieren. Corona wird hier weniger als Pandemie gesehen. Einige glauben, Politiker wollten die Menschen unterdrücken. Ich glaube, der Churchill hat mal gesagt, wir müssen die Menschen so lange hinhalten, bis der Maulkorb passt. Den wollen sie sich nicht verpassen lassen, klar. Die herzlich-herzige Kundgebung am Valentinstag kommt nicht bei allen an. Ja, das ist doch die altbekannte Masche. Seit es diese Gruppierung gibt, treten die für sogenannte Werte wie Freiheit, Frieden und Liebe auf. Aber im Sommer haben wir gesehen, wozu das führen kann, nämlich zum Sturm auf den Reichstag, zu Superspreader-Events. Außerdem distanzierten sich die Querdenker nicht von Rechtsextremen und Neonazis, die oft mitdemonstrierten. In Kiedrich blieb alles friedlich, auch wenn Querdenker und Gegendemonstranten nur einen Kekswurf weit voneinander entfernt waren. Doch ein Miteinanderreden kam auch nicht zustande. Wäre es nach dem Bürgermeister gegangen, hätte es heute weder die Kundgebung noch die Gegendemonstration gegeben. Jeder kann seine Meinung sagen, aber wir vertreten hier die Meinung, Abstand halten, bleiben Sie zu Hause, nehmen Sie Rücksicht auf die Mitbürgerinnen und Mitbürger, auf die Menschen, und da passt das heute überhaupt nicht hierhin. Denn es geht darum, Ansteckungen zu vermeiden, die, auch wenn das einige hier womöglich nicht wahrhaben wollen, im Zweifel mit schwerer Krankheit oder dem Tod enden.